Zentimeter zurück, bitte. Ja, ich kann jetzt gar nicht sehen, ob wir on Kamera sind. Sind wir on? Hallo? Ja. Herr Minister, aber was sagen Sie zum Wahlergebnis Ihrer Partei? Ja, erst muss ich ein Wort sagen, nicht als Parteivorsitzender, sondern als derjenige, der sich jetzt fast 3 Jahre um die Außenpolitik zu kümmern hatte. Ich finde, es ist wirklich gut für Deutschland, dass der erklärte Rechtsextremismus nicht im Bundestag vertreten sein wird. Das ist das Erste. Als Vorsitzender meiner Partei möchte ich sagen, dies ist das beste Ergebnis, das wir bisher gehabt haben. Und deshalb liegt mir natürlich sehr daran, allen Wählern zu danken und insbesondere auch denen Dank zu sagen, die so gut mitgeholfen haben in diesen letzten Monaten und Wochen. Dann darf ich schlicht feststellen, die SPD ist die größte Partei. Sie hat wieder über 1 Million Stimmen dazu gewonnen. Die CDU, CSU zählen Sie nicht als eine Partei? Nein, wenn sie in Wahlen nicht das sein will, dann darf man wohl sagen, wenn die Wahl zu Ende ist, wer die stärkste Partei ist und wer die zweitstärkste ist. Die SPD ist die stärkste Partei, die CDU die zweitstärkste. Die CDU hat außerdem nicht gewonnen, sondern sie hat verloren. Der Abstand, und jetzt zähle ich dann doch mal CDU, CSU zusammen, der Abstand zwischen CDU, CSU und SPD ist gut halbiert worden, von über 8% Abstand auf 4. Vielleicht waren es noch ein bisschen weniger als 4. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende des Auszählens. Ja, das ist das Ergebnis. Und nun zu den Folgerungen. Eine Koalition der Verlierer. Eine Koalition der Verlierer wäre kein angemessenes Ergebnis oder keine angemessene Folgerung aus dem Ergebnis. Aber eine Koalition von 2 Gewinnern kann es hier nicht geben. CDU und FDP. Genau, denn die FDP hat stark verloren, die CDU hat schwach verloren. Einer, der stark verliert und einer, der schwach verliert, zusammen sind Verlierer. Keine Frage. Außerdem ist das so, diejenigen früheren FDP-Wähler, die eine Koalition mit der CDU wollten, die haben CDU gewählt, das ist ein klarer Fall. Diejenigen FDP-Anhänger, die mit Scheel was anderes wollten, die haben Scheel gewählt. Das heißt, man hat also doch vorher gesagt, wer die FDP wählt, wählt SPD und FDP. Das heißt, man muss jetzt nüchtern davon ausgehen, SPD und FDP haben mehr als CDU und CSU. Das ist das Ergebnis. Unabhängig davon kann ich mir nicht vorstellen, wie man in diesem Land Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Außenpolitik gegen eine Partei von der Statur der SPD machen will, die bei den letzten 3 Wahlen über 10% Stimmen gemessen am Gesamtergebnis dazu gewonnen hat. So, und jetzt noch, was die unmittelbar anstehenden Schritte angeht. Die SPD tritt in die notwendigen Verhandlungen. Verhandlungen sind notwendig. Nicht im Gefühl des zweiten Siegers an, sondern als die einzige Partei, deren Wahlergebnis einen Zuwachs an Vertrauen ausdrückt. Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Dies ist der jetzt fällige Schritt von unserer Seite. Über alles andere wird morgen zu reden sein. Herr Brandt, das letzte Mal war... Der hat eben gesagt, er hält bei diesem Ergebnis eine Koalition SPD-FDP aus politischen Gründen nicht für möglich. Nicht von den Zahlen her, sondern aus politischen Gründen. Sehen Sie das offenbar anders? Das sehe ich anders, ja. Herr Brandt, das letzte Mal waren 6 Mandate nicht genug. Im Moment hat die SPD und die FDP, wenn sie zusammenzählen, einen Vorsprung von 6 Mandaten. Vielleicht vergrößert er sich durch Überhangmandate. Aber warum sind diesmal 8 oder 10 Mandate genug, wenn das letzte Mal 6 Mandate nicht genug waren? Ich habe gesagt, wir sind bereit zu Gesprächen.
Ja, aber aus Ihren Äußerungen geht hervor, dass Sie, Sie haben es eben selbst gesagt, und ich möchte... Dies ist die erste Wahl, jawohl. Und Sie sind natürlich offensichtlich persönlich stärker für ein Zusammengehen der SPD mit der FDP. Nein, die Situation ist doch so, dass die Alternative ist die Koalition der Verlierer, Herr Löwenthal. Das ist die Situation. Ja, und eine große Koalition schließen Sie aus. Haben Sie irgendwas gehört? Erstens. Nein, ich frage Sie. Bitte? Nein, ich wollte Sie fragen. Ich habe gesagt vorher, was jetzt meiner Meinung nach der jetzt notwendige politische Schritt ist. Herr Brandt, eine große Koalition für den Fall, dass sie fortgesetzt werden sollte, würde Sie als Vizekanzler und Außenminister wiedersehen? Auch das greift alles den Dingen weit voraus. Und dann jetzt muss gesprochen werden, morgen und übermorgen. Und dann werden wir darüber berichten, was sich als Lösung abzeichnet. Können Sie sich eine große Koalition ohne einen Vertrag über das Mehrheitswahlrecht länger als 2 Jahre vorstellen? Ich weiß gar nicht, was die Diskussion über die große Koalition jetzt soll. Sie ist in diesem Augenblick keine sich anbietende Lösung. Auch keine große Koalition unter dem Kanzler Brandt? Das wäre eben dann nur möglich, wenn die beiden anderen sich tatsächlich auch im Bundestag als Fraktionen konstituieren. Das wäre ehrlich, aber ich denke nicht, dass das so gehandhabt wird. Herr Brandt, Sie haben der FDP Verhandlungen angeboten. Laufen die schon etwa über Heinz Kühn? Ich nehme an, dass Herr Kühn auch mit seinen Kollegen spricht. Nein, ich habe nur wissen lassen, dass Gespräche stattfinden können. Das bedeutet nicht, dass in der Nacht noch groß verhandelt wird, nicht? Denn Herr Scheel braucht sicher erst seine Gremien beieinander. Und ich glaube, sein Vorstand tagt erst am Dienstag. Sie sehen also für die nächsten 2-3 Stunden in dieser Nacht keine Begegnung zwischen Ihnen und Herrn Scheel zum Beispiel voraus? Nein, nicht nur in den nächsten 2-3 Stunden, sondern ich gehe schlafen. Und ich weiß nicht, was Herr Scheel noch vorhat. Nein, das ist nicht notwendig, dass wir jetzt in dieser Nacht miteinander reden. Nun hat Herr Barzel vorhin in der Runde der Fraktionsvorsitzenden gesagt, und Helmut Schmidt hat ihm da sogar expresses Verbes zugestimmt, dass nach bisherigem Brauch die CDU zu Gesprächen einlädt. Sie sehen das offensichtlich anders. Ja. Sie sehen das von der Parteiebene her und nicht von der Fraktion. So ist es. Gut, Herr Brandt, ich glaube, es war deutlich und Dankeschön. Klar. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, jetzt Dieter Götz.